Jo Leute, was geht? Heute spielen wir die RPK mal auf Gold. Ich habe die jetzt ein bisschen gespielt. Wer mein letztes Video noch nicht gesehen hat, da habe ich euch die beste Klasse dafür gezeigt. Es ersetzt gefühlt jedes Sturmgewehr. Also auf jeden Fall mein letztes Video abchecken. Ich brauche jetzt nur noch einmal eine Dreier-Streak und dann ist das auf Gold. Heißt, wir spielen jetzt auf Gold und dann spielen wir nochmal eine Runde mit der Goldtarnung. Vergesst nicht zu abonnieren, ist kostenlos für euch, kostet euch keinen Cent. Und vergesst nicht zu liken. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt zwar in eine volle Lobby reingejoint, aber es ist ja egal. Weil wir brauchen jetzt nur einmal hier drei Kills, ohne zu sterben. Hier, eins, zwei. Ach komm. Es ist immer so wirklich, ich habe gerade bestimmt eine halbe Stunde an diesen Dreier-Streaks gesessen, weil ich immer beim zweiten Kill gestorben bin. Ich brauchte immer nur einen Kill noch und dann bin ich gestorben. Das war wirklich schlimm. Jetzt werden wir es hier ja wohl mal schaffen. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Nice. Ich würde sagen, wir leaven und spielen direkt noch eine Runde mit der Goldtarnung. So. Die Goldtarnung sieht schon sehr nice aus in dem COD. Weil es einfach so glänzt und die ganze Waffe Gold ist. Es war ja nicht neben COD so. Zum Beispiel in W1 war es gefühlt nur ein Viertel der Waffe. Und die Waffe mit den Aufsätzen ist schon wieder komplett geisteskrank. Ja, jetzt kommen die Triple Kills. Ne, ich habe schon 4 Kills. Weil ich jetzt die Goldtarnung habe. Aber wenn ich die Goldtarnung brauche und die Triple Kills brauche, dann nicht. Gehen hier lang. Die sind jetzt alle hier. Oh, es schallert gerade sehr rein. Ah, ich hau die Konterdrohne raus. Ach man. Mich so über einen Orbi gefreut. Ja, dich habe ich doch gesehen. Ah, jetzt ist die Stellung hier. Schade. Ein Stim reinhauen. Hier aufstützen, ihn holen. Oh Gott. Hol den doch mal. Ich hau wieder die Konterdrohne raus. Ich dachte, das ist ein Gegner. Konterrunde verlässt Einsatzgebiet, okay. Ja, ach schade, ich war weak. Hier einfach eine Granate reinhauen, wie immer. Und vielleicht nicht selber reinlaufen. Ach, ey. Habe ich so ein bisschen nach links gezogen. Ohne Munikiste, danke. Mache ich noch eine Granate? Habe ich die davor überhaupt geworfen? Ey, es hat so krass gut angefangen, ne? Wirklich, das hat so krass angefangen, die Runde. Es kann jetzt nicht schlecht werden. Richtig. Ich brauche Zusammenflicken. Das Perk muss ich aktivieren. Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden in dem MW, wie sich die Perks aktivieren. Ob es nach einer bestimmten Zeit ist, nach bestimmten Kills. Aber ich brauche Zusammenflicken. Ja, Klette, kann man nichts machen. Der stirbt doch von der Granate, oder? Achso, der wurde schon Gold, glaube ich. Nice. Ich glaube, ich habe die falsche Klasse oder so. Also nicht die falsche Klasse, die Klasse ist schon richtig mit der Waffe. Den aufsetzen. Oh ja, da schallert's. Aber ich glaube, ich habe die falschen Perks noch ausgewählt. Assist, okay. Noch ein Assist. Granate rein. Parkbares Radar. Oh nö, Bohrladung. Oh nö, einer von hinten. Ich habe ihn auf dem Radar gesehen.
Oh, er musste nachladen, glaube ich. Oder er hat eine Granate geworfen. Ich hab doch zusammenflicken. Manchmal zeigt er das, glaube ich, einfach nur falsch an. Manchmal zeigt er auch nicht Plünderer an, sondern irgendwas anderes. Aber dann habe ich doch Plünderer. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Bug oder so. Aufstützen ist echt krass. Also aufstützen, da hat man noch besseres Aim, weil halt man gefühlt keinen Rückstoß hat. Wir hauen die nächste Drohne raus und werden geholt. Hier rechts sind welche, ja. Da hinten müsste einer kommen. Ne, hier kommt einer. Und eine Granate rein. Jetzt machen wir mal unser tragbares Radar hier hin. Ach, der wusste, dass ich da bin. Seiner Bohrladung. Diese Schilder, ne? Und so. Ich wollte mich anlehnen, weil ich wusste, dass da welche sind, aber haben mich trotzdem geholt. Stimmt. Schade. Ich dachte, ich spray mal ein bisschen aus der Hüfte. Ah, sein Laser hat ihn verraten. Spielt er die Basilik? Ich glaube schon, ne? Ich wollte eigentlich, dass sie abprallt, aber ist irgendwie zurück abgeprallt. Oh, der Double Kill hätte geschmeckt. Spielt er da auch so? So ein Einzelschuss. Kack. Hey, komm! Die Runde ist so gut. Die Runde geht vorbei mit einem Stand von 7-16. 0,2 Sekunden. Im Stand von 8-16. Wir haben 31 Kills in so kurzer Zeit. Und es war eine sehr, sehr nice Runde. Also der Anfang war krass und wir haben gut Kills gemacht. Also die Runde hat mir gefallen. Sehr, sehr nice. Ich hoffe, die Runde hat euch ebenfalls gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da und abonniert. Wie gesagt, es ist kostenlos, es kostet euch keinen Cent. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Content hier feiert. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir haben mal wieder eine weitere Waffe auf Gold gespielt. Auf jeden Fall wieder ein Erfolg. Bald, 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 bald haben wir hoffentlich Polyatoma und dann bald, 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 bald haben wir hoffentlich Orion. Aber jetzt geht's erstmal an die Platin-Tarnung ran. Ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer, die M16 hochzuleveln, weil die mir absolut keinen Spaß macht. Aber es ist die letzte, die ich auf Gold spielen muss bei den Sturmgewehren. Dann kann ich die auf Platin spielen. Komme ich schon irgendwie durch. Aber ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.